Der SC Olympia Losch 2 empfängt den TV Lampertheim 2 Revierderby in der Kreisliga. Beide Städte grenzen direkt aneinander. Losch als Tabellenführer noch ungeschlagen gegen einen motivierten Zweitplatzierten aus Lampertheim. Es dürfte spannend werden. Im Fokus steht Jens Bäumer, Kapitän der Loscher und mit 16 Saisontoren bis jetzt der torlustigste Spieler der Liga. Auf den müssen die Lampertheimer also besonders Acht geben. 4 Minuten rum, hoher Ball in die Spitze. Bäumer im Duell mit Knorr und der haut den Ball ganz offensichtlich mit der Hand weg. Keine Diskussion, das muss Strafstoß geben. Wer schnappt sich den Ball? Klar, Jens Bäumer. Bäumer im Duell mit Daniel Obert. Tor! Frühe Führung für den SC. Bitter für den TV, aber bei solch einer Einladung aufs 17. Saisontor sagt Jens Bäumer natürlich nicht nein. Lampertheim in der Folge unsicher, Losch macht Frühdruck. Kai Knorr mit einem Risikoball in die Mitte und das ahnt Gernot Brunken. 2-0, nein. Da fehlen Zentimeter. Losch wird in dieser Phase seiner Rolle als Tabellenführer gerecht. Vom TV muss mehr kommen. Vielleicht mal so. Einwurf von rechts. Gute Einzelleistung. Und dann ist es Mika Kuhlmann mit einem Distanzschuss. Aber Michael Walig im Kasten der Loscher ist hellwach und pariert glänzend. Nun muss Lampertheim natürlich aufpassen, nicht in Konter zu geraten. Jens Bäumer treibt den Ball an. Vorteil. Eipel mit der Flanke und in der Mitte wartet Brunken. Zu schwach. Der Kopfball, 1-0 zur Pause, nur 1-0, muss man sagen, es hätte mehr passieren können. Lampertheim kommt besser aus der Halbzeit, 49. Minute, Freistoß von Vajita Makamba und der geht rein. 1-1, Ausgleich, aber was macht Keeper Michael Walig da in Durchgang 1 noch so gut gehalten? Hier fällt er wie eine Bahnschranke und der Ball flutscht ihm durch die Finger, den muss er haben. Alles also wieder offen. Ist der TV jetzt dran? Können sie das Spiel vielleicht drehen? Einer hat da was dagegen. Wer wohl? Na klar, Jens Bäumer! 2-1! Nur 6 Minuten nach dem Ausgleich stellt er die Weichen wieder gerade in Richtung Saisonsieg Nummer 11. 10 Sekunden und nur 5 Ballkontakte braucht der Ball, um von Keeper Walig über Brunken zu Bäumer ins Tor zu gelangen, das ist Effizienz. 70. Minute, identische Freistoßposition wie beim 1-1. Wieder Vajita Makamba, diesmal ist wahrlich dran, aber Kuhlmann setzt nach und erzielt den erneuten Ausgleich. Der Tabellenführer ist ganz offensichtlich anfällig bei Standards. Keiner setzt nach. Waliks klasse Parade bringt ihm am Ende nichts. Die anderen schauen Mika Kuhlmann nur zu, wie er den Ball einschiebt. Und dann in der nächsten Aktion tut sich der SC Olympia wieder keinen Gefallen. Eigentlich gibt es einen Freistoß hier für die Hausherren, doch Sascha Alo versagen die Nerven und er versucht da nochmal einen mitzugeben. Folgerichtig gibt es für den Mittelfeldmann von Losch die rote Karte. Das hätte man auf jeden Fall vermeiden können, denn jetzt darf der TVL noch mehr als eine Viertelstunde in Überzahl spielen. Aber für ein richtiges Derby braucht man auch solche Szenen. Das gehört eben dazu. Doch, wie es sich für einen richtigen Tabellenführer gehört, lässt dieser sich nicht durch eine rote Karte einschüchtern. Schweikert in Richtung Brunken, der steht im Abseits, aber Dennis Geis nicht. 3-2. Wieder geht Olympia in Führung und diesmal ist es die Lampertheimer Verteidigung, die pennt. Und wie? Alle heben den Arm und plädieren auf Abseits von Brunken. Der geht aber gelassen vom Ball weg und ermöglicht so Dennis Geist das Siegtor. Am Ende gewinnt der Tabellenführer in einem packenden Derby und vergrößert den Abstand auf den TV, der es kaum glauben kann, denn hier hätte mehr drin sein können und müssen eigentlich.
Also die Enttäuschung ist sehr groß, weil ich denke mal, in der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich das Spiel gemacht und dann spielen wir noch mit einem Mann mehr und da hätte eigentlich ein Sieg rausspringen müssen und daher ist die Enttäuschung sehr groß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.